Hallo, schön, dass du hier bist. Fröhliche Ostern. Heute liefere ich dir einige Bruchstücke, die mir zu Ostern aufgefallen oder besser zugefallen sind. Mit Ostern werden wir ja nie fertig. Und da möchte ich offen bleiben und mich weiterhin überraschen lassen. Vielleicht überrascht dich das ja auch, was ich entdeckt habe. Es waren die Frauen. Die Evangelisten sind sich einig, es waren Frauen, die als Erste am Ostermorgen die Auferstehung Jesu bezeugt haben. Bei Markus waren es drei: Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome. Bei Matthäus waren es zwei: Maria Magdalena und die andere Maria. Lukas erzählt von Frauen, die Jesus aus Galiläa gefolgt waren. Wie viele das waren, bleibt unklar. Mit Namen nennt er Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus. Und dann noch die anderen mit ihnen. Und bei Johannes war es nur Maria Magdalena. Wie viele Frauen auch immer am Ostermorgen unterwegs waren, Gott sei Dank haben sie nicht geschwiegen. Das Grab war leer. Die Frauen fanden das Grab leer. Jesus selbst sahen sie im Grab nicht, wohl aber Lichterscheinungen. Bei Markus einen Jüngling mit weißem Gewand, bei Matthäus den Engel des Herrn. Lukas erzählt von zwei Männern in glänzenden Kleidern. Johannes erzählt das Ganze etwas komplexer. Maria Magdalena sieht zunächst, dass der Stein vom Grab weggerollt war, dann läuft sie zu Petrus und dem Jünger, den Jesus lieb hatte, und erzählt, was sie vorgefunden hat. Die Männer laufen zum Grab, der Jünger ohne Namen ist schneller als Petrus. Dieser bleibt vor dem Grab stehen. Petrus geht hinein und sie sehen Jesus nicht. Als die Männer wieder weg sind, beugt sich Maria Magdalena ins Grab hinein. Sie beugt sich hinein in eine andere Dimension der Wirklichkeit. Und dort schaut sie zwei Engel in weißen Gewändern. Sie sitzen. Der eine am Kopfende, der andere am Fußende. Als sie sich umdreht, schaut sie auch Jesus. Er kennt ihn aber nicht. Sie hält ihn für einen Gärtner. Als Jesus sie mit ihrem Namen anspricht, Maria, erkennt sie ihn. Ich habe den Herrn gesehen, sagt sie. Und ihr Herr sagt zu ihr, du kannst mich nicht festhalten. Eine tibetische Parallele zum leeren Grab. Wikipedia weiß, als höchstes Resultat der Verwirklichung der Lehren des Dzogchen im tibetischen Buddhismus gilt der sogenannte Regenbogenkörper, bei dem, nach der Überlieferung einiger verstorbener Dzogchen-Meister, seinen Körper über einen Zeitraum von einer Woche in Lichterscheinungen als die Essenz der Elemente seines Körpers auflöst. Üblicherweise bleiben dabei nur Haare und Nägel als Überbleibsel zurück. Verschiedene Meister verschiedener Traditionen sollen diese Art der Verwirklichung über Jahrhunderte hinweg bis in das 20. Jahrhundert hinein demonstriert haben. Wissen um das Sterben. Raymond Moody ist in den 1970er Jahren durch die Erforschung der Nahtoderlebnisse berühmt geworden. 2011 hat er ein Buch nachgelegt, in dem er berichtet, was Angehörige von Sterbenden erleben. Dort zeigt er eindrucksvoll, wie sich im Moment des Sterbens nicht nur für Sterbende ein Fenster in eine andere Dimension öffnet, sondern auch für ihre Angehörigen. Er berichtet von Lichterscheinungen, einem zarten Nebel, der den Körpern der Sterbenden entströmt, und von bereits verstorbenen Angehörigen, die die Sterbenden abholen. Die Verklärungsgeschichte Jesu beschreibt alle Aspekte so einer geteilten Sterbebetterfahrung. Er beschreibt auch, dass Menschen ungefähr 9 Monate vor ihrem Tod wissen, ahnen, spüren, dass ihre Zeit abläuft. Jesus kündigt in den Evangelien dreimal an, dass er in Jerusalem sterben wird. Der Sterbeprozess und die kirchlichen Feste. Es dauert 3 Tage, bis sich die Seele vom Körper löst, Karfreitag bis Ostern. Danach ist die Seele, Energie, Aura eines Menschen 40 Tage auf der Erde unterwegs, noch erdverbunden,
und erscheint als Lichtwesen immer wieder mal anderen Menschen, die manchmal Mühe haben, ihn zu erkennen. Und die dann, nachdem sie das Lichtwesen erkannt haben, sich so wie Maria Magdalena sagen lassen müssen, halte mich nicht fest. Das ist die Zeit von Ostern bis Pfingsten. Und danach tauchen wir ein in die Orte und Zeiten übersteigende Gemeinschaft der Heiligen. Nach weiteren 10 Tagen wechseln wir quasi das Frequenzband vollständig. Alles ist weg und gelöst. Das heißt dann auf kirchlich Auffahrt oder Himmelfahrt. Alles klar? Und bis wir uns wiedersehen, bleibt gesegnet.